Letzten Freitag gab es den lang ersehnten Poetry Slam im Rahmen der Kleistfesttage. Und natürlich war die Prominenz vertreten. Nicht der, aber der. Ja, meine Damen und Herren, einen wunderschönen Abend wünsche ich. Natürlich wünsche ich auch, dass die Kleistage gelingen. Genau das wünschte sich unser etwas zweifelnd reinblickender Visionist Kilian auch. Und er wurde nicht enttäuscht. Erst die Haube, dann das Kapé und dann die Poesie. Ich mache das Fenster auf, schweißgebadet. Es ist ein heißer Tag, wie die meisten Tage. An den Wänden zerfließt die weiße Farbe, tropft auf den PVC, der Wellen wirft. Es ist Lebensqualität, die an allen Stellen stirbt. Man macht das Beste draus. Und nach wie vor ahne ich dabei eine Freundlichkeit nach, obwohl ich häufiger mal sagen sollte, wissen Sie, ich bin Bühnenpoet und bitte Sie, im Übrigen konkret darum, etwas nachzuvollziehen, ohne Schmach zu forcieren, bevorzuge ich das Wort zugezogener Ausländer, denn ich komme aus Ländern, genau zwei, neben der Eltern und Deutschland. Es ist also kein freudscher Versprecher, sondern ein Ausdruck. Mit Sinn erfunden, wenn ich behaupte, ich führe ein Leben mit Mikrofonshintergrund. Hi, hi. Wir sind beim Kleistforum. Es ist der zweite Tag von den Kleistfesttagen und wir haben gerade einen Poetry Slam gesehen und der junge Mann neben mir hat das moderiert. Und magst du dich einmal kurz vorstellen, einmal kurz in die Kamera sagen, wer du bist und was in du welche machst? Kamera? In Such Dida. In Dida. Hallo, mein Name ist David Friedrich. Ich bin 25 Jahre jung, wohnhaft in Hamburg und bin vom Beruf Poetry Slammer und Moderator. Primär von Poetry Slam Veranstaltungen oder anderen Kulturveranstaltungen. Wahnsinn. Und wie bist du dazu gekommen? Wie hast du angefangen, Poetry Slams zu moderieren? Zu moderieren habe ich angefangen, weil ich eben aufgetreten bin. Mhm. Ich habe vor 10 Jahren relativ jung in München, wo ich geboren bin, angefangen, selber zu schreiben bzw. auf Poetry Slams zu gehen, weil das ein ganz gutes Mittel war, um sich auszuprobieren. Ja. Und das hat gefunzt und hat irgendwie Spaß gemacht und ich habe Blut geleckt und bin seitdem einfach nicht mehr von weggekommen. Hamburg, meine Perle. Ich habe da am Ernst-Deutsch-Theater assistiert. Sehr schön. Und hast du da auch schon moderiert? Im Ernst-Deutsch-Theater habe ich auch schon moderiert und bin auch schon ein paar Mal aufgetreten. Da haben wir unseren eigentlich erfolgreichsten Slam in Hamburg. Der ist immer ausverkauft. Immer ausverkauft, 800 Leute voll, jeden Monat, manchmal auch zweimal im Monat. Mhm. Und Best-of-Format, sehr, sehr schön. Tolle Künstler, tolles Publikum. Moderiert vom tollen Michel Abdullahi. Also da gibt es eigentlich nichts Besseres in Hamburg, was man sich angucken kann. Genau, und genau das wollen wir in Frankfurt-Oder dann wahrscheinlich auch bald haben, dass es endlich mal ausverkauft ist und die Leute zu schätzen wissen, was sie hier eigentlich geboten bekommen vom Kampf der Künste. Aber die Leute, die da waren, die wussten es die zu wussten schätzen. Es ich habe Lust, bin schon am Trinken. Und hoch die Tassen. Aber hier muss unser alter Sittenwächter Kina natürlich kurz eingreifen. Denn er hat schon den nächsten Gast vor die Kamera gezerrt. Und während Kilian noch herumdirigiert, wollen wir eigentlich nur wissen, wer das ist und was er zu sagen hat. Kilian, Ruhe. Kilian, hey. Wie heißt du und was machst du hier? Ich heiße Till Reiners, bin 31 und bin hier aufgetreten gerade beim Poetry Slam. Ganz genau, wir fanden es ganz, ganz super. Toll, vielen Dank. Und die Frage ist jetzt einfach, du bist so krass rumgekommen wahrscheinlich durch dein Poetry Slam. Ja. Und kommst jetzt nach Frankfurt-Oder und was hat man für Hoffnungen, wenn man in eine Stadt kommt? Was hat man noch für Hoffnungen? Ja, was hat man für Hoffnungen, wenn man in eine Stadt kommt, in der man noch nicht war? Was erwartet man? Hat man Erwartungen oder lässt man einfach alles auf sich zukommen? Ja, man lässt alles auf sich zukommen. Also das ist ja, wenn man jetzt großartig Erwartungen hat und denkt so, oh Mensch, das wird jetzt der Auftritt meines Lebens, dann wird man immer nur enttäuscht. Kommt man hierher, um ins Finale zu kommen, oder kommt man hierher, um sich so ein bisschen zu präsentieren und einfach so auch Spaß zu haben auf der Bühne? Ja, natürlich erstmal Spaß zu haben, aber ich will auch immer gewinnen. Okay. Das habe ich irgendwie nicht abgestellt. Ich bin jetzt nicht mehr so ehrgeizig wie irgendwann mal, als ich angefangen habe. So, aber ja klar, also ich finde, wenn man anfängt, das zu leugnen, dann finde ich das noch schwieriger, denn dann muss man mit zwei Gefühlen kämpfen. Erstens mit der Enttäuschung, nicht ins Finale zu kommen und zweitens dann noch mit dem Gefühl, so zu tun, als wäre es nicht so. Enttäuschte Gesichter gab es an diesem Abend nicht. Und bei dem guten Frankfurter Bier im Anschluss waren weitere poetische Höhenflüge quasi vorprogrammiert.